Oh Mann, Leute, habt ihr schon mal einen Bären in einer Kanalisation gesehen? Nee, ich auch nicht. Aber wir sind ja bei Banjo-Kazooie und da geht so etwas. Ist das überhaupt eine Kanalisation? Ich weiß es nicht, aber man munkelt. Es sieht auf jeden Fall irgendwie so aus. Und ja gut, wir hatten überhaupt schon mal einen Bär mit kurzen Hosen gesehen. Ich noch nicht. Und einen Rucksack. Oh, naja, okay. Also, wir wollen noch immer hier irgendwie da oben hin. Und ich weiß noch immer nicht, wie es funktioniert. Ich kann zumindest noch nicht. Ah, verdammt. Ah, na gut, also wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt so, um das zu schaffen. Und ich hoffe mal, dass wir am Ende des Parts, wenn ich jetzt hier nicht wirklich stundenlang mit diesem Zeug hier beschäftigt bin. Oh Gott. Okay. Ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass wir mal diese Kanalisation hier verlassen und in die nächste Welt gehen. Wir haben ja im letzten Part gesehen, dass sich irgendwas draußen getan hat. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber schwupp, so, jetzt habe ich sie mal geschafft. Aber das sah recht interessant aus. Irgendwie diese zwei komischen, ja, Berge. Ich kann, ne, Berge sind das ja nicht. Das sind irgendwelche Erhöhungen oder so. Die sind auf jeden Fall so nach oben gekommen. Und ja. Ich möchte mal wissen, was das ist. Und allgemein, ob wir da mal in die neue Welt können. So, wir haben hier leider noch immer nicht unsere Lektion erlernt. Das finde ich jetzt total blöd. Aber dafür fast alle Noten. So, du. Ups, du versaust hier jetzt nichts mehr. Geh weg da. Wie auch immer, guck, wer da von so einem Ei getroffen wird. Buh. Ja, als ob sich so ein kleines, weiches Ei irgendwie killt. Na, egal. Uns soll es recht sein. So, 90. 91 Noten haben wir. Hui. 92, 93 und 94. Gut, wo sind die letzten 6? Ich habe keine Ahnung. Aber, oh, was ist denn das da? Da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Ja gut, dann gehen wir einfach mal trotzdem zurück. Natürlich schaffen wir es nicht ganz. Ah, verdammt. Jetzt muss ich mal überlegen. Naja, gut, das wäre nicht gegangen. Okay, dann gehen wir weiter. Also hier ist irgendwo noch so ein blöder Mauershügel, aber ich habe ihn noch echt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ihr könnt es uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dann gehe ich halt nochmal in die Welt. So. Ja, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Jetzt müssten wir überall gewesen sein. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen Ort einfach mal und suchen uns ein neues schönes Plätzchen. Schwupp, Arschbombe. So, wo geht's jetzt hier wieder raus? Also ihn konnte man mit seinen Zahnschmerzen nicht wirklich helfen. Wobei, dort können wir eigentlich noch mal ganz kurz raus, rein. Hier mal schnell, schwupp. Und gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. So. Ich meine, irgendwo müssen ja diese paar Noten noch herkommen. So, da waren wir. Gut, und da waren wir auch. Da oben waren wir. Waren wir da oben? Ich glaube, da hatten wir nur das Puzzleteil gesammelt. Gut, dann werden wir einfach mal hinfliegen und gucken. Vielleicht sind wir dann in dem Hirn von dem Fisch. So. Da waren wir echt noch nicht. So, nee, da waren wir noch nicht. Okay, da. Ah, das ist doch super. Dann. Schwupp, können wir gleich mal hier gucken. Feder nehme ich jetzt nicht mit. Haben wir ja eh schon viel zu viele. Und. Ach doch, hier waren wir. Ah, aber. Nee, hier waren wir noch nicht. Ey, cool. Und hier ist auch dieser Hügel. Ah, super, dann schaffen wir das doch alles. Mit diesem Move schützen dich Kazuis Flügel wie ein Schutzschild. Aha, okay, cool. Macht mich das unverwundbar? Na klar, halte den Trigger und drücke den rechten Zielknopf. Halte danach den Trigger gedrückt, aber setze diesen Move sparsam ein, denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder und von denen kannst du nur 10 tragen. Ja, haben wir schon gemerkt. Hier hast du 5 dieser wertvollen Teile. Ja, toll, danke, ey. Ihr habt bereits alle 9 Moves dieser. Ach, 9 Moves gelernt. Haha. Cool, also wie geht das jetzt? Oh Gott, ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe nicht aufgepasst. Er hat schon wieder zu viel erzählt. Oh Gott.
Aber es sind alle Noten und da hinten ist noch das letzte Puzzleteil. Oh, schön, schön, schön. Und, oh Gott. Nein, 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 ich glaube. Oh Gott. Oh nein. So kommen wir da nicht durch. Wie war das mit den C-Knöpfen? So war das, okay. Ey, cool. Richtig gut. So, ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Haha, Applaus. Schön. Und das Puzzleteil haben wir auch. Yippie. Schwupp. Ja, 8 haben wir von 10. Gut, dann haben wir fast alle. So, wie geht's jetzt hier nochmal zurück? Wie cool es auch aussieht. So kann uns gar keiner mehr was. So, das reicht. Genug gelernt. Und ja, dann können wir jetzt hier hinausgehen. Und ja, jetzt haben wir ja bis auf diesen Typen da geholfen mit seinen blöden. Schwuppa, deswegen haben wir die Feder nicht mitgenommen. Haha. Mit diesen blöden Zähnen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das geht. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm, denn wir haben ja alle wichtigen Sachen hier eingesammelt. Und es lief besser als in der Strandwelt, das muss ich auch sagen. Gut, dann gehen wir hier einfach mal raus. Wo geht's denn hier raus? Ach, wir nehmen einfach einen Seitenausgang. Und die Feder nehmen wir auch noch natürlich mit. Ich denke mal, dieses Unverwundbarsein brauchen wir öfter mal. So, da ist ein Ausgang. So, und vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal zurück. Also schreibt es uns einfach in die Kommentare mit den Fisch, wie man das irgendwie machen kann oder so. Ja, ich möchte ungern in die Lösung gucken. Nee, 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 das mache ich nicht. So. Also, gehen wir einfach mal hier wieder raus. Wo war denn der Ausgang? Warte mal, da ist die Schwanzflosse. Also hier. Da unten. So, Dicker, mach's gut. Futter nicht zu viel und wir sehen uns dann vielleicht nochmal in irgendeinem anderen Part. So. Lalalala. Ah, ist ja cool. Also, es war schon wieder so eine Kleinigkeit eigentlich, die uns davon abgehalten hat, hier diesen Move zu erlernen. Wobei, jetzt haben wir ihn ja zum Glück endlich erlernt. Und ganz glücklich können wir diese Welt verlassen. Oh Gott, naja, nicht ganz glücklich, aber. Naja, zumindest halbwegs. So, hier, ach, dieses Zeichen, aber ich guck dir jedes Mal, ob was das ist. Und dann müssen wir auch von oben die Welt verlassen, okay. Auch kein Problem. Schwupp. Na, nochmal. Nur noch ein zweites, drittes Mal. Und viertes Mal auch noch. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, das klappt nicht. Moment, geht das hier überhaupt so? Schwupp. Ja, doch, irgendwie geht das schon. Okay, also erstmal hoch. Nehmen wir mal die andere Seite hier. So, hat auch nicht ganz geklappt. Oh Gott, wieso? So, jetzt aber. Jetzt würde ich sagen, waren wir echt wirklich, wirklich lang genug in dieser Welt. Also, oh, nicht runterfallen, bitte. Irgendwann muss auch mal gut sein. So. Oh, das. Oh, da. Oh nein, das wusste ich natürlich nicht, dass hier noch so ein Vieh ist. Hui. Okay, können wir nicht hier irgendwie sonst hoch? Oh Mann. Geht das echt nicht? Nein, anscheinend nicht. Ist ja blöd. Oh Mann. Ich will hier jetzt raus. Und wieso war denn da noch so ein Vieh? Ich dachte, wir haben alle erledigt. Naja, vielleicht war das am Anfang, aber jetzt haben wir auch nur noch eine Energiekugel. Oder was heißt Energiekugel? Natürlich, diese Bienenwaben-Dinger. Oh, jetzt müssen wir hier nochmal irgendwie hochkommen. Das kann nicht so schwer sein. So. Hallo. Vielleicht geht das von der Seite? Ah ja, das geht, okay. Also, oh, hier ist auch noch einer, okay. Das war knapp. Gut.
Hier ist auch noch einer. Schnell weg. Nicht, dass die uns irgendwie noch nerven oder so. Okay. Und jetzt ganz vorsichtig zum Ausgang. Und damit hätten wir es geschafft. So, ja. Dann wird hier erstmal dieser Part beendet. Die beste Leistung dieser Welt, ja, sind 100 Noten. 8 Puzzleteile und sonst alles Mögliche erlernt. Und das war echt gut. Also, dann beende ich hier einfach mal den Part. Und im nächsten Part schauen wir mal, wo uns dann, ja, Banjo oder die Hexe oder irgendwer hinführt. Also, macht's gut und bis dann. Tschüss.